Hallo Welt, da sind wir wieder hier zusammen mit Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Da sind wir wieder auf unserem neuen Fluchtort hier. Ja, genau. Und zwar mit der Version Alpha 17.3 B18. Es gab nämlich einen Patch, ein Update. Und was da jetzt, was genau gemacht wurde, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber es gibt schon mal andere Sounds in der Nacht. Oder? Ja, also irgendwas geräuschmäßig hat sich schon verändert. Ja. Eine Uhu ist zu hören. Nachteule. Ja. Und anderes Geräusch. Oh, ich habe einen kaputten Knöchel noch. Wie kommt das denn? Oh ja, da kann ich doch mal, glaube ich, ein bisschen was herstellen. Ich gehe mal rüber. Und guck mal, ob wir noch eine Schiene da haben. Ich schicke mal eben. Nein, das ist falsch. Da war es doch. Hast du was gekriegt? Ja, eine Schiene. Denke ich, werden wir wohl herstellen können. Ich meine, Freundschaftsdingen da. Ach so. Ja, dankeschön. Ja, natürlich. Das ist ja auch ganz wichtig, da wir zusammenspielen. Wir wollen dann natürlich auch zusammen punkten. Zumindest, wenn wir die Zombies abmurksen. Genau. So, ich glaube beim Abbauen und so weiter, ich glaube, da bekommt jeder seine eigenen Punkte. Ich glaube, das ist dann kein Gemeinschaftsding. Bist du drüben? Ich bin drüben und versuche gerade. Oh, Moment. Ich versuche gerade etwas Heilung herzustellen. Wie das hier aussieht. Brauchst du noch für Klebeband? Ich brauche Schiene. Stoff brauche ich. Oh, gut. Stoff habe ich. Klebeband ist in der ersten Kiste, wenn du es brauchst. Gut, Stoff packe ich jetzt auch mal woanders hin. Eine Schatzkarte, Gucci, haben wir auch. Oh. Ja, ich will die siebte Nacht mal vorbei ist, mal schauen. Könnten wir machen, wobei ich da ganz gerne vielleicht noch den ein oder anderen Skill. Okay, eine können wir ja so mal ausprobieren, aber dann würde ich doch für die Schatzsuche-Geschichte ganz gerne einen Skill nehmen. Damit das etwas einfacher wird, den Schatz zu finden. Da gibt es nämlich auch einen Skill für. Skills hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, verteilt. Einen Punkt hatte ich mir übrig gelassen. Keine Punkte. Okay, dann verteile ich meinen letzten Punkt auch mal. Da wartest du. Das ist doch der blaue Balken unter dem. Ja. Über dem. Über dem, wo Axt und so drauf ist, ne? Ja, genau. Ja, ich habe nur ein ganz kleines bisschen, dann haben wir das. Habe ich auch einen Punkt, dann können wir es ja dann wieder zusammen machen. Oder so, ja, können wir auch. Genau, dann habe ich hier die Schienen. Das können wir, glaube ich, hier mal ein bisschen anders sortieren hier drin. Denn aber ich, die Nacht ist heller, oder meine ich das nur? Das ist gut möglich. Die wird allerdings kurz vor dem Morgen wird sie ziemlich dunkel wieder. Okay. So, ich habe dir mal eine Schiene da reingepackt. In welche Box? Die letzte? An der ich jetzt gerade bin. Ja, Moment, ich bin sofort weg hier. Und. Ich glaube, das war's auch. Mehr kann ich dir jetzt gar nicht Gutes tun. Okay, dann.
Oh, danke schön. Ja, ja, gerne. Aber da 8 Stück hast du ja gemacht. Ja, ja, so ein paar mehr. Soll ich dann die... lass ich mal 6 Stück drüben. Eine Kiste drin? Wie du möchtest, kannst du machen. So eine Notfallkiste da drüben hinstellen, meinst du? Oh, du hast recht, es ist jetzt hier dunkel. Oh nein, ich hab was weggenommen. Da haben wir auch schon verbannt. Ich brauche mal unsere ganzen Nägel für was Sinnvolles auf, ja? Ja, ja. Was habe ich denn hier so an Müll noch drin, was ich nicht mitschleppen muss? Das die Luft ist offen. Es ist so ruhig. Das ist sowas ruhig. Ja. Gut, dass die nicht da sind. Ja. Die versammeln sich alle für die nächste Nacht. Ja. Die nächste Nacht ist die 7. Nacht, glaube ich. Ja, das sieht danach aus, ganz genau. Das sieht Tag 14, Tag 15 ist dann. Also. Was hast du denn Schönes in der Hand? Ich glaube, das ist eine Fackel oder... Nee, das ist ein Schaufel. Schaufel ist das. Ach, die sieht so aus. Hab ich nie drauf geachtet. Die Milchstraße da oben. Ja. Nicht ein einziger Zombie hier. Ist ja langweilig. Wenn es so ruhig ist, ist es auch langweilig. Ja. Meine Action. Was ist denn das? Unter der Kiste hier. Zum Benutzen drücken. Ah. Okay. Beschriftung. Genau. Sind die neu? Überraschung. Nein, die gab es auch früher schon. Weil du doch letztens fragtest, ob man hier nicht mal so Schilder drunter machen könnte, das beschriften könnte. Bereit. Ja. So 3 Uhr. Was wollen wir denn machen?
Wir haben noch einen Tag, einen ganzen Tag, den wir dann nutzen können. Ich bin dafür, also ich würde ganz gerne zum Beispiel die, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig beschriftet. Ich würde ganz gerne die Bäume da hinten weghacken. Die versperren uns doch ganz schön die Sicht. Die hatten, Reihe an Bäumen, ne? Ja, hatten wir alle Bäume, die wir da so gepflanzt haben, hatten wir schon... besseres Werkzeug haben wir gar nicht, ne? Stufe 3 hast du mir Sachen gemacht. Aha. Stein, Axt, Schaufel. Warum habe ich das alles hier so durcheinander gemacht? Ja, okay, wir werden jetzt in der Nacht, glaube ich, nicht sehr viele Punkte holen hier oben. Es sei denn, wir bauen noch irgendwas ab. Oder basteln noch irgendwas zusammen. Ich weiß nicht, ob es fürs Kochen dann auch Punkte gibt. Ich habe aber nichts mehr zum Kochen. Könnt ihr mal wieder Wasser holen oder so. Aber waren wir ja auch erst. Ja. So, die Nägel kommen wieder zurück. Wasser, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, wir haben hier einen Messbecher. Wo haben wir den denn her? Irgendwo mal gefunden. Sollen wir den ins Lagerfeuer reinpacken drüben? Oder den brauchen wir nachher für die Chemiebank? Ja. So, ich zerleg mal hier ein bisschen Eisen. Ich vermute mal, das wird aber dann Zombies anlocken. Irgendwas fehlt doch hier. Moment, fällt mir gerade mal ein. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Ein Schild fehlt. Okay, das können wir aber auch noch eben machen. So. Wie nennen wir denn so wertvolle Sachen eigentlich? Schätze? Nee. Pläne und sowas alles und diese Jetons und Vorkriegsgeld oder so? Wertvolle Sachen. Wertvolle. Ja, wertvolle Sachen oder so, ja. Okay. Ja, das Schöne ist ja, man kann das jederzeit wieder, genau, man kann das jederzeit wieder umbenennen. Das ist richtig gut mit den Schildern auch. Nur abnehmen kann man sie, glaube ich, nicht mehr so. Da müsste man sie kaputt machen. Und leider sind die, finde ich, in der Herstellung doch ziemlich teuer. Weil man da pro Schild 4 Nägel braucht. Ich finde das happig. Und nachts sieht man gar nichts hier. Nachts kann man das gar nicht lesen auf den Schildern. Merke ich gerade mal so. Okay, ich pack mal die Autoteile erstmal nach unten. Oh, da haben wir nicht so viel von. Von den Autoteilen. Nitratpulver. Aha. Erde. Okay. Fackeln. Ja, okay, das lassen wir vielleicht mal hier drin. Erde, Waldboden. Spikes sind ja hier noch mittendrin. Oh, den Kochtopf können wir, glaube ich, auch mal woanders hin tun. Klebeband, denke ich, tue ich auch mal lieber in die... Dann weiß ich, wo es ist. Die... Das werden wir Klebeband... Ja, genau, in die... Arzt in die Medizinkiste, genau. Ach, die Nacht ist rum, echt? Dann können wir demnächst weiter aufräumen. Aber ich kann immer noch nicht so gut die Schilder lesen hier.
So, dann das Leder. Ja, kann ja erstmal jetzt aufräumen, können wir immer noch. Dann Medizin. Jetzt kann man sie lesen, die Schilder. Okay, ich tue die Säure auch mal hier rein und dieses Nitratpulver nicht. Erstmal zumindest nicht. So, dann kommt das da rein. Und das verrottende Fleisch auch erstmal nicht hier rein. Essen, hier sind die Samen. Ah, gut. Nitratpulver, Erde und Erde. Und was machen wir jetzt mit dem... Mit was? Ist drüben ein Kochtopf drin im Lagerfeuer? Ich meine ja, ich gehe aber noch mal gucken, vorsichtshalber. Ich meine, wir hätten letztes Mal zwei Stück gefunden. Kochtopf ist drinne. Ja. Hatten wir nur eine Taschenlampe nur? Ich habe eine in der ersten Kiste mal gesehen gehabt. Hast Ja. du die rausgenommen? Ich habe die jetzt in die Kleidungskiste, habe ich eine getan und ich tue hier den Messbecher, den packe ich mal hier ins Feuer auf dem Turm. Gut. Ja, was haben wir alles für Werkzeuge? Ich glaube, wir sind ausgerüstet, oder? Essen habe ich dabei, eine Tür habe ich dabei. Die Tür kann ich ja wegpacken. Ich glaube auch. Oh, Moment, das Essen sollte ich mitnehmen, die Tür da rein. Wie sieht das mit Stacheln aus? Ich bin ja einmal rumgerannt. Ach ja, ich bin ja rumgerannt. Das kann nur ich beantworten, wenn. Dann, also ich bin rumgerannt. Ich glaube schon, dass wir gut ausgerüstet sind. Wenn die kommen, dann dürfen sie erstmal sich mit den Stacheln beschäftigen, glaube ich. Was hatte ich hier gerade genommen? Ach, den Kleber hier noch. Ja, naja, sortieren können wir immer noch. Ja, wollen wir nach unten und ein bisschen hacken gehen, die Bäume abhacken gehen? Ja. Kann man gerne machen. Oder was hattest du vor? Du hattest, glaube ich, an deinem Haus da auch noch was, an unserem Turm, da wolltest du, glaube ich, noch was bauen, oder? Nee, ich glaube, wir waren fertig. Umrandung haben wir gemacht, Treppe, damit wir auf den Sims da sozusagen kommen. Ich habe es geschafft, mal elegant runterzukommen. Ist das nicht gut? Ja, das wäre aber auch fies, jetzt mit gebrochenem Bein da nochmal runterzuknallen. Oh, ah. Was? Hier steht ein Auto. Wollen wir das nicht auseinandernehmen? Ja. Holst du das? Haben wir da ein Werkzeug, einen Schraubenschlüssel? Sonst brauchen wir das nämlich nicht auseinanderzunehmen. Nein, haben wir nicht. Ah, schade. Ja, gut, dann ein andermal. Das haben wir noch nicht. Glaube ich. Ich habe noch keinen gesehen. Also gehe ich mal an die Bäume, ja? Ja, ich auch. Ja, liebe Welt da draußen, dann werden wir hoffentlich in den nächsten Folgen auch noch mal losgehen und ein bisschen plündern. Ja, natürlich. Wenn die siebte Nacht rum ist. Ja. Ja, und in den nächsten Folgen eben. Ein bisschen die Bäume hacken kann ja auch nicht schaden. Dafür gibt es auch immer ein paar Punkte. Du sagtest ja, Sarah, dass du auch gleich aufgelevelt bist. Ja. Gut, dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.